Hallöchen, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Lulu und Leon Family and Fun. Und es ist soweit. Ganz viele haben gefragt, es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt gibt es wieder ein 10-Arten-Video. Und zwar ein Video 10 Arten von Hallöchen! So sieht es nämlich aus. Ich glaube, wenn wir richtig gezählt haben, sind es auch 10. Bei den Eltern, da sind wir ungefähr 34.000 Mal darauf hingewiesen worden, dass es nur 9 waren. Stimmt, dafür waren es bei den Kids, glaube ich, 12. Irgendwie sowas. Wenn man es zusammenrechnet, passt es irgendwie. Also, jetzt 10 Arten von Familien. Viel Spaß dabei. Und 21. 9 plus 12, richtig. Und jetzt nicht vergessen, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren, Däumchen nach oben geben und schreibt uns in die Kommentare, was für 10 Arten Videos wir denn noch machen könnten. Aber vorher gucken, ein paar gibt es ja schon, ne? Viel Spaß jetzt bei dem Video 10 Arten von Familie. Aufs Gestüt möchtest du heute? Ach, warte, ich lass den Wagen vorfahren. James? Ja, fahren Sie bitte den Wagen vor. Ja, zweite Dame des Hauses möchte aufs Gestüt. Köstlich, doch nicht den Mercedes. Heute ist Sonntag, den Rolls Royce natürlich. Ja, aber hurtig, wo nicht glatt ist, können Sie laufen. Ja. In 5 Minuten ist der da. Lass uns noch ein Schlückchen nehmen. Prost, meine Dame. Der aus seiner Klasse, der Martin? Der Vater kauft ein zweites Auto? Wir haben doch eh nur Billigkarren. Der hat doch einen Computer. Oh, was hat er, wo hat er denn deinen Computer? Er ist bestimmt vom LKW gefallen, hat er irgendwo gefunden. Ne? Ja, nicht so ein schönes Apple-Gerät wie wir. Ne? Wo fahren die denn wieder hin in den Urlaub? Ne? Irgendwo ist irgend so eine Billigbude, ne? Ach, nicht nach Amerika, so wie wir. Ach, das sind doch eh alles Versager. Viel spielen. Alexa! Alexa, Licht an! Hallöchen! Hallo! Oh, lass uns mal Licht anmachen. Nee, nix! Hier wird kein Schalter, wird hier... Ich kriege das schon hin! Alexa! Oh, hast du wieder Alexa! Das ist heutzutage, man muss mit der Zeit gehen. Ja, man kann's auch Alexa! Alexa, sie reagiert auch. Oh, dann gehe ich wenigstens noch normalen Kaffee. Nee, Kaffee wird hier auch. Das macht gleich alles Alexa. Wir können per Zuruf. Ich muss nur noch kurz was programmieren. Dann ich Alexa. Gleich mal zu. Alexa. Oh, irgendwann muss es doch gehen. Ach, seit wann essen oder trinken wir denn auf dem Sofa? Aber ganz schnell an den Esstisch. Ratzifazzi. Leon, welche Note hast du denn? Ich habe eine 2 plus. Oh, bestimmt ist das gut. Doch, so, und was ist hier mit eurer Klassenarbeit? 2 plus? 3 Wochen Hausarrest. Ab nach oben. Ja! Nicht mal der 1. Und du, Freundchen? Auch eine 2 plus. In Mathe? Das konntest du immer so. Du hast bisher nur 4 Wochen. Ab nach oben. Aber ganz schnell. Das ist immer das Beste. Ja. Auf der Couch liegen und einfach mal mit nichts machen, ne? Ja. Ich hab auch keine Schicht heute. Jetzt können wir schön den ganzen Tag einen Blaulichtreport gucken, ne? Ja. Und danach noch Frauentausch. Ja. Dann ist los, tschüss. Nee. So geht ihr nicht. Ihr müsst eure Helme aufsetzen. Oh Mist. Ja. Ach, Helme, wir fahren doch nicht. Mama, wir gehen zu Fuß. Das ist mir egal, ihr könnt stolpern. Och, wir fahren doch kein Motorrad. Ja, aber was ist, wenn du stolperst und irgendwo hinknallst? Was?
Das geht nicht. Ich hab Augen im Kopf. Nein. Nee. Außerdem ohne Jacke auch schon mal gar nicht. Es sind 12 Grad das draußen. Das ist mir egal, das ist zu kalt. Ich hol einen Schal. Oh, es sind 12 Grad, nicht minus 12. Ja, trotzdem. Es sind 12 Grad. Nee, nachher kriegt er einen Schnupfen. Mama, es sind 12 Grad. Ja, weiß ich. Trotzdem, man kann nicht vorsichtig genug sein. Ja. So. Ach so, du müsstest den ganzen Fuß abnehmen. So. Oh, die Stunde hat schon angefangen. Es ist egal, Hauptsache ihr seid warm eingepackt. So. So. Dann macht's gut, ne, ihr Süßen? Tschüss. Ey, Papa, gib mir dein Helm. Ey, verpiepst, lass ich doch mal reingucken hier. Schiebe. Ja, das hatten wir ja früher alles gehabt. Besser als ich noch so klein war wie du. Sag ich dir. Na, da hatten wir nicht mal Bananen oder Kiwis. Magische Momente. Naja, wenn wir ein bisschen Geld hatten, dann konnten wir uns schön ein paar Äpfel leisten. Aber Urlaub, da war gar nicht dran zu denken. Mit Bier und Baumwolle wüssten wir gar nichts anzufangen. So, nämlich relax. Das ganze Neudeutsch, das können wir auch nicht. Nee. Mal gucken hier. Fein. Nee. Ich übe für deinen Tanzball, den du demnächst hast. Ja, aber so gehe ich ja dann nicht mit dir hin. Ja, aber ist das nicht so? So sind doch die coolen jungen Leute heute drauf, oder nicht? Nein, das ist super peinlich. Wieso denn peinlich? Was machst du da? Wo hast du das her? Sharon. Wie? Warum gibt die dir ein Handy? Habe ich mir ausgeliehen. Hast du dir ausgeliehen? In diesem Haushalt haben neuartige Geräte nichts verloren. Das habe ich euch schon tausendmal gesagt. Das werde ich gleich. Ich rufe Sharons Mutter an. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Mein Gott nochmal, wie oft habe ich euch das gesagt? Hier, lies ein Buch. Das ist auf Englisch, dann lernst du auch noch was. Bis übermorgen hast du das durch. Frage dich ab. Och, Papa, wir sind im Jahr 2019 und nicht 1919. Diese Geräte werdet ihr früh genug im Beruf schon brauchen. Jetzt nicht! Papa, was machst du hier? Ich warte, bis der schöne Johannisbeerstrauch uns Früchte schenkt. Ich hab riesen Hunger. Haben wir keine Johannisbeeren? Die kommen später. Geh im Wald und such dir ein paar Buchecker, die ihn ausgelassen. Wir essen nur das, was der Strauch und die Natur uns schenken. So, das war. Das ist alles nur gespielt. Genau, das war natürlich alles nur gespielt. Ne? Nicht, dass jetzt jemand, der zufällig aus Dresden kommt, sich auf den Schlips getreten fühlt. Nein, das ist alles nur Spaß. Und nicht, dass jemand da am Baum steht und denkt, da fällt was runter. Ne, irgendwann fällt da was runter. Das ist ja wirklich ein Johannisbeerstrauch. Ja. Aber wir warten nicht mit dem Essen, bis wir die Johannisbeeren pflücken können, sondern wir kaufen auch Obst. So, in dem Sinne, denkt dran, schreibt uns jetzt in die Kommentare, welche 10 Arten ihr noch sehen wollt. Und dann wünschen wir euch viel Spaß in den Osterferien, die ihr wahrscheinlich noch habt. Und ein schönes Osterfest. Macht's gut. Tschüss. Wenn wir ein bisschen Geld hatten, da könnten wir uns schön ein paar Äpfel leisten. Nee, nix. Hier wird kein Schalter, wird hier. Ich kriege das schon hin. Alexa. Wo fahren die denn wieder hin in den Urlaub? Ne? Irgendwo sind irgendwo eine Billigbude, ne? James? Ja, fahren Sie bitte den Wagen vor. Ja, zweite Dame des Hauses möchte aufs Gestüt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, dann kann man uns abonnieren. Hier unten auf dem Button.
Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, dann klickt auch alle Seiten.